So, meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play New Pokémon Snap, der 20. Folge. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt gut in den Sommerferien, jetzt gerade gestartet. Ganz besonders Leute, die jetzt gerade Sommerferien haben, seit dem 2. Juli. Es ist heute jetzt der 3. Juli. Wahrscheinlich jetzt schon die Zeit vorbei. Oder der 2. Juli, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der 3. Juli ist jetzt schon 2021. Ich habe jetzt so viele Parts vorproduziert, bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, jetzt werden wir mal ein Durus jetzt mal durchziehen. Wir gehen jetzt mal in die Höhle. Denn dort sind wir noch kurz aufgehalten worden. Und dann werden wir dann bald die Lumina-Pokémon dann auch noch freischalten. Dann gibt es noch ein paar weitere weitere Inseln noch, immer noch. Ich habe noch gerade nachgeschaut in Komplettlösung. Das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht der letzte Part sein. Mal sehen. Okay. Hier ist ein X-Bad. Ratzapfs. Irgendwo noch was versteckt hier. Hier ist noch ein Ranaka. Was? Okay, da ist ein Ranaka und da war ein X-Bad jetzt gerade vorbeigeflogen. Habe ich ihn leider nicht gesehen. Crap. Ach, Mann. Ich esse jetzt gerade ein bisschen Nüsse, weil mein... So hart, ey, das tut schon ein bisschen die Zähnchen weh, ey. Aber keine Sorge, ich habe keine Zahnschmerzen, aber die Nüsse sind etwas zu hart für mich. Hier haben wir ein Firnon-Tor. Der kann attackieren mich nicht für ein Tor. Hier ist ein Glibunkel. So, da haben wir eigentlich Glibunkel jetzt mal fotografiert. Ich weiß, ich muss ein bisschen so ruhig sein, weil ich weiß ja nie, was jetzt da hier passiert. Noch Tobiris hier versteckt. Ich muss ein bisschen ein näher liegendes Foto finden. Was heißt ja fast gar nichts, außer ein Gengar. Ah, das beste Pokémon in der Kanto-Region. Ach komm. Na bitte. Die Kristallblume habe ich nicht fotografiert, aber was soll's. Das Tobias ist in den Stalagmiten versteckt. Amaidon. In der Sinnoh-Region. Was haben wir da noch? Da gibt es noch so viele Pokémon, die wir haben noch nicht einmal gesehen. Kleinstein haben wir auch hier irgendwo. Ja, hier oben ist einer.
Uff. So. Haben wir jede Menge Fotos von Kleinstein genommen. Wir wollen sehen, welches von denen ist das beste Foto. Und das sind wir schon jetzt angekommen. Am Ende des Levels. Ich bin gespannt, wie viele Punkte wir jetzt kriegen, weil ich glaube, bald müsste es dann soweit sein, dass wir dann schon bald die letzte Phase bald erreichen. Morge brennt auch noch, ey. Ich weiß nicht wieso. Die Allergie. Ich fühle mich voll erwischt. Das ist das beste Foto von dem Bunkel. So, dann haben wir noch hier ein X-Bart. Das finde ich schon reichen jetzt. Aber dann bekommen wir noch einen Stein, glaube ich, oder was? Oder war das jetzt? Ja, wir kriegen keinen Luminastein. Ich glaube, Luminastein haben wir ja schon bereits. Ich glaube, da gibt's von der Hülle ja fast gar nicht. Das ist noch nicht ganz genau. So, what's up? Eigentlich so ein gutes Foto, aber 3000 Punkte ist mal plausibel. Die Bunkel. Und ein Tobiris. Und noch dazu ein Gengar. Lanificate wäre stolz. Ich schaue ja ab und zu Lanificates Kanal an und das ist auch ziemlich super. Er ist auch ein Streamer auf Twitch und auch ein YouTube-Poketuber, genauso wie ich. Aber der macht sehr gute Videos. Die ja ein bisschen lustig sind, manche sind ja auch sehr, sehr interessant. Also so als ein Gengar-Fanboy ist. Natürlich sein Signature-Pokémon ist natürlich Gengar. Von Lanificate. So, mal sehen, wie von der Punktestand jetzt hier ausreicht. Nicht ganz, aber wir können auch einmal machen. So ein tolles Foto, ich werde dir mein Favorit hochladen. Okay, wieder ein Favorit haben die hochgeladen, ist auch super. In dem Sinne machen wir jetzt doch mal nochmal das Neues. Wir dann jetzt mal die Luminasteine nutzen. Damit wir schönere Fotos dann herbekommen. Good luck. Besser mal Luminasteine nutzen, damit wir mehr Punkte bekommen. Weiß wieso, aber die WhatsApp sind ja ziemlich knuffig. Ja, da kann ich nicht runter scrollen, das ist auch beschissen jetzt langsam. Ein Waschaquil. Tatsächlich habe ich ein Foto gemacht vom Waschaquil. Noch mehr höher springen. Ja, aber der hat nicht geschafft, das haben wir hier. Hier ist nichts.
Wenn die Frösche Sound machen. Machen die Krötengeräusche immer wieder, diese Klipunkel. Das Foto mit dem Luminastein genutzt. So. Hier ist noch eine Kristallblume, die ich nur treffen könnte. Ein FM haben wir fotografiert. Weil sieht ja mit den Kristallblumen noch schön aus, diese Höhle. Sieht ja richtig geil aus. Das Foto von Ramaidon war ganz okay. Hier ist noch ein Gengar. Na komm. Na bitte. Na bitte. Jetzt habe ich ein Foto gemacht für X-Bart. Ein besseres Foto. Moment, ich nehme jetzt kurz weg. Oh Mann. Mal sehen, wie viele Punkte wir jetzt bekommen haben. Nur so noch ein paar Punkte. Das sind auch nicht so großartige Punkte, aber. Waschaquil-Foto haben wir auch jetzt geholt. Ja, kein besseres Foto haben wir dort gefunden, aber hier haben wir zum Beispiel das eins. Dann haben wir noch ein Ramaidon mit einem Foto. Ein FM. Oder drei FMs. Na, mal sehen. Die restlichen Fotos sind jetzt also jetzt unnütz, aber Hauptsache, wir haben jetzt dann bald Level 2 hier auch schon erreicht. Kann ich vollständig leveln auf maximal, weil es ist ein bisschen dann zu mühsam und die Parts werden dann natürlich bis zu 100 Parts sein und ich glaube, es wird jetzt fast gar keiner mitgucken. Richtig guter Punkt, 3989 Punkte. 4000 Punkte für dem hier und das heißt jetzt, wir haben schon Level 2 bereits in der Höhle erreicht. Das bedeutet, Lumina-Pokémon, wir kommen. Deine Erkundung dieser Strecke erstreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Naja, mal sehen. Haben wir was übersehen oder was? Das haben, oder müssen wir noch mehr Punkte machen? Ich weiß, Level 2 haben wir schon bei allen Orten jetzt erreicht. Ja, tatsächlich.
Oder wollen noch mehr Punkte haben? Ach, soll ich noch mehr von dieser Höhle nochmal erfahren? Ja. Level 2 möchte ich haben, aber... Das soll ich etwas näher anschauen. Okay, noch was Neues zu entdecken gibt. Weiß nicht was. Mal sehen, die Wattzapfen sind hier ganz normal. Ich bin mal gespannt, was für ein neues Pokémon jetzt noch zu entdecken gibt. Wir sind jetzt schon Level 2. Wir können ja trotzdem jetzt mal neue Pokémon reinpacken. Also wenn das Waschaquil auch ein bisschen auch leuchten würde. Ach, verdammt. Einen sofort, wenn wir dann nehmen. Ah! Wo bin denn da? Neues. Schlag die sieht aus, als würde er jeden Augenblick runterfallen. Und wir jetzt in einen anderen Area. Okay, jetzt sind wir in einer anderen Route unterwegs. Ist ja mal was Neues. So, Biris jagen einen Rockharrer. Riesige Kristall entstand wohl durch die Hitze des Magmas. Wie schön das hier aussieht, ey. Ein Flunkiefer. Obwohl das viele sagen, Flunkiefer ist ja einer der stärksten Pokémon, der designten Pokémon ever. Kann ich nachvollziehen für manche Leute. Aber es so laute macht, das Flunkiefer hier in New Pokémon Snap, habe ich nicht damit gerechnet. Und Stahl und in den dritten Generation war es normal und Stahltyp. Jetzt geht auch in Gras weiter. Nur lauter FMs. Und Motterpelz. Und interessant, dass wir jetzt eine neue Area jetzt mal besuchen. Von den Vegetation bedeckte Ruinen sind genauso alt wie die anderen. Naja.
Oh. Der Stein gibt warmes Licht ab, ob das... Okay, ich habe da nicht lesen können. Scheiße. Naja. Hauptsache, wir haben es jetzt durchgemacht. Die zweite Route der Area. Dieser Höhle. Dann haben wir nicht so viele Fotos gemacht, aber... Ein paar neue Pokémon haben wir schon mal geholt. Schauen wir mal, ob das jetzt ein bisschen ein besseres Foto ist. Wir haben den Aschekühler jetzt auch schon fotografiert. So, dann schauen wir mal, wie viele Punkte wir jetzt bekommen. Ich glaube, es gibt jetzt eh nichts mehr Neues. Sonst müssen wir dann weiter versuchen, die Höhle im nächsten Part. Ja, mal das Neue jetzt einmal ersetzen. Dann haben wir Pipi mit einem Sandbier in seiner Hand. Ja. Ich glaube, wir müssen Level 3 dann bereits haben, um die nächste Sache freizuschalten. Ah! Es gibt doch was Neues. Mal sehen. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt wieder dann mal in die Höhle gehen. Das wäre dann ein bisschen von... Schade. Aber hey. Ich glaube, es kommen noch 2 bis 3 Folgen noch und dann haben wir es vollständig. Aber leider die 100% werde ich nicht machen. Hier in New Pokémon Snap, ist ja logisch. Aber... Ja. Ich hatte nicht gedacht, dass es so tief unter der Erde Pflanzen gibt. Die Welt der... Die Welt steckt voll von Sommerorte. Professor! Hey Professor, was solltest du uns Wichtiges sagen? Oh. Oh, ja, gute Neuigkeiten. Der Professor hat das Lumina-Pokémon auf Durus gefunden. Yep. Genau, in diesem riesigen Hohlraum tief in der Höhle habe ich den besagten Energieanstieg gemessen. Das muss das letzte Lumina-Pokémon sein. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, Lumina Pokémon, wir kommen. Noch in dieser Folge, Leute. Also keine weitere Folge. So, damit jetzt nicht mehr so langweilig wird, gehen wir jetzt mal direkt zur Lumina Zone. Dann finden wir da heraus, wer das was für ein Lumina Pokémon wir jetzt nun treffen werden in Durus. Die wahrscheinlich vorletzte Insel des Spiels. There. Rushing up to it could be dangerous. Be careful. Okay. Wir müssen Sandäpfel reinschmeißen hier irgendwo. Oh, hier habe ich einen Stalus fotografiert. Es ist nicht so sehr einfach, wie ich mir das vorgestellt hätte. Es ist nicht so sehr einfach, so ein Foto zu machen für ein Stalos. Es ist nicht so sehr einfach.
muss ich das im nächsten Part machen oder schneiden. Das ist echt fies. Warum hält er nicht an? Mann, geh umdrehen. Geht nicht rückwärts. Ich kann leider kein Foto machen auf Stalos, das ist leider schade, weil es ist einfach viel zu schnell. Ich wollte kein Foto machen im Spiel. Mann, sonst muss ich das schneiden, ich habe einfach keinen Bock drauf. Vorspulen ein bisschen hier. Fuck you. Geh mal rüber. Hallo, triff doch mal richtig. Man, no. So ein Scheißdreck. Alles von neu. Das kann ja nicht sein. Alles von neu. Den ganzen Scheiß von neu. Kann doch nicht wahr sein. Es ist nicht sehr einfach, wie ich mir das vorgestellt hätte. Letzte Lumina-Pokémon. Und ich schaffe es irgendwie nicht. Sonst muss ich das im nächsten Part machen. Komm. Ach, fuck. Kann nicht wahr sein. Hey, das hat nicht gezählt? Betrug. Alter, Betrug. Betrug. Und diese Steuerung, ey, das geht einfach zu langsam. Ich kann nicht mal vorne und hinten gehen. Ich verstehe das nicht. Verdammte Scheiße! Ja, genau, verdammte Scheiße! Ich hab kein Foto machen können. So ein Dreck! Das ist wie ein Final Boss, Alter! Wie unfair ist das Spiel, ey! Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, wo denn? Ich glaube, ich habe ein Foto gemacht. Ich weiß nicht. Ist nicht so sehr einfach, wie ich es vorgestellt hätte, weil man muss echt schnell reagieren. Hauptsache, es hat jetzt hoffentlich gezählt, weil sonst habe ich echt ein Problem. Ist ja echt fies. Müssen wir da fotografieren so schnell machen, bitte? Fotografieren, Luminasteine werfen und dann zoomen und fotografieren. Ey.
Geile Logik, Spiel. Yo, yo. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Super. Scheiße. Ob das jetzt das Foto doch jetzt gezählt hat, ich weiß es nicht. Ah, jetzt doch, glaube ich, oder? Ist weg. Bevor du zurückkommst, könnte ich dich versuchen, einen kurzen Detour zu machen? Etwas hat meine Attention, während du nach dem Steelix gejagt hast. Noch etwas? There appears to be a large open area. The scan says it's not a natural formation, it's human-made. It's just begging to be explored. Na bitte, geht doch noch weiter. Wenn ich jetzt das Foto schon gemacht habe, nur mit dem Schweif. What is this place, Professor? I can't say for sure, but I think it may be another ruin connected to the Illumina Pokémon. Oha! Was haben wir denn da? Look at that mural. Mural's very old, and it's missing some pieces here and there. But it must be depicting that ancient Lentil legend. Let's see. It looks like it's roughly 2000 years old? Jeez, you startled me. Is it really that old? Hmm. It must have been made around the time the meteorite hit. Fantastic! What a discovery! Does this show what the people saw back then? So, the Pokémon are protecting them from the meteorite? Hmm. The patterns on these Pokémon. Could they be Illumina Pokémon? Did Illumina Pokémon exist before the meteorite fell after all? Hmm. And was there another Illumina Pokémon in the center? Hmm. Professor? Oh, sorry. I got a bit lost in thought. I've got some good data for now. Let's sort it out once you're back. Okay, gut zu wissen. Ja, dann haben wir noch wahrscheinlich noch ein weiteres Lumina-Pokémon irgendwo in der Lentil-Region. Man weiß ja nicht wo genau. Aber mal sehen. Hauptsache wir haben jetzt Fotos von Stalos. Das ist das beste Foto, aber whatever. Hauptsache, wir haben es einmal erledigt. Dann mal sehen, was uns als nächstes erwartet. In der wahrscheinlich letzten Insel des Spiels. Dank der Daten von Lumina Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast und du darfst gespannt sein. Okay, dann schauen wir mal an, was jetzt als nächstes erwartet. Für den nächsten Part. Vielleicht ist das Abenteuer noch nicht zu Ende, aber ich glaube, jetzt nähern wir uns dann gleich dem Ende des Spiels. Da gibt's noch etwas. We have one more area to explore before our survey comes to an end. Ready for the final frontier? Hm.
Diese Wandmalerei hat mich wirklich überrascht. Ich weiß, dass es noch ein weiteres Lumina-Pokémon gibt und nicht nur das. Wir wissen auch jetzt auch, dass diese Pokémon schon vor dem Fall des Meteoriten existierten. Du wirkst irgendwie zufrieden, Professor. Das bin ich auch. Diese Entdeckung widerlegt zwar meine Theorie, aber das macht sie nicht weniger sensationell. Meine Analysen haben zudem ergeben, dass sich die Energien der einzelnen Inseln in einem Ort bündeln. Das Signal ist zwar sehr schwach, aber dort messe ich auch die Energie eines Lumina-Pokémon. Von dem aus der Mitte der Wandmalerei? Höchstwahrscheinlich. Und wo ist dieser Ort? Die Sache ist die... Das Signal kommt von einer kleinen Insel, die nicht auf dieser Karte verzeichnet ist. Ich glaube, dabei handelt es sich um die in Legenden vorkommende Aurum-Insel. Es wird Zeit für unsere letzte Erkundung. Lasst uns ein für alle Mal der Wahrheit auf den Grund gehen. Und diese Wahrheit werden wir dann im nächsten und wahrscheinlich letzten Part von New Pokémon Snap erfahren. Also, falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Und Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit der Kanal auch wachsen kann, als auch die Red Poketendo Community. Bis zum nächsten Mal, haut rein, habt noch einen schönen Sommer, Ferien noch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao, euer Red Poketendo.